Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Northgard. Ich habe ein kleines Angezockt dazu gemacht, wir haben uns das Spiel mal angeschaut und da kamen sehr viele Kommentare von Leuten, die gefragt haben, ob wir nicht noch ein bisschen mehr machen können. Ich will noch nicht das jetzt als ganzes Projekt machen, das ist ja auch noch Early Access und so Gedöns, also es ist ja noch gar nicht vollständig. Aber ich dachte mir, ein weiteres Video kann nicht schaden, nee Freunde. Oh, die Portale nach Helheim sind offen, wir müssen unsere Verteidigung organisieren, bevor die Draugur eintreffen. Oh, das ist nicht gut. Die Portale nach Helheim. Ja, hier ist eins offen zum Beispiel. Da könnte dann demnächst was kommen. Und da sehen wir auch auf der Karte, wann das passiert. Haben wir noch irgendwo so ein Portal? Ich muss mich natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Wir handeln hier auch mit den Riesen und so weiter. Also wir müssen uns erst wieder ein bisschen reinfinden, dass wir auch klarkommen. Aber wir hatten schon vieles aufgebaut. Wir sind noch nicht ganz fertig. Hier sind unsere Krieger. Drei Stück haben wir. Ja gut, die sollten aber reichen, um da oben zu verteidigen. Hier späht jetzt jemand von den Feinden in unser Gebiet rein. Das Ding ist aber, den können wir nicht angreifen. Den können wir nicht angreifen, der ist jetzt da. Und die stelle ich mal dahin, dann verteidigen die da die Portale nach Helheim oder aus Helheim. Ja, also wir hatten uns schon vieles angeschaut, euch hat das gut gefallen, insofern machen wir doch einfach noch ein weiteres Video. Das hat sich jetzt so ergeben gerade, ich hatte das schon länger jetzt auf dem Plan, dass ich nochmal ein Part Northgard aufnehmen will. Aber ich wollte eigentlich gerade Forza aufnehmen und jetzt lädt er aber gerade 3 GB Update runter. Habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt, ja? Ich habe nichts zu rendern, ich habe, ja gut, dann nehme ich doch stattdessen ein bisschen Northgard auf, habe ich mir gedacht. Deswegen bin ich hier. Hab da also nur dem zu verdanken, dass... Warum hast du denn nichts zu tun, Kollege? Du kannst hier in den Steinbruch gehen, wir wollen hier Eisen abbauen. Vielleicht haben wir sogar noch einen zweiten Arbeiter, der kann auch noch da rein. So, jetzt habe ich natürlich ungünstig gerade den Kameraarm von meiner anderen Kamera über dem Essen. Jetzt sehe ich es wieder. Also Essen ist gut, Holz ist gut, wir können mal ein Festmahl organisieren. Ah nee, wir hatten genau 500. Nee, dann lieber nicht. Forschung aber auch. Bergarbeiter gewinnen mehr Erz, wäre natürlich jetzt gerade passend, weil wir gerade anfangen Eisen abzubauen. Ich würde sagen, das machen wir sogar mal. Dann holen die nämlich mehr hier aus der Mine raus und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ansonsten wären sie hier, Nahrungssilo wäre ganz gut. Dann könnten wir vielleicht hier unsere Jagdhütte zum Beispiel verbessern oder auch den Schafstall. Haben wir sonst noch irgendwo große Nahrungsmittelproduktion? Ich habe natürlich jetzt wirklich, das ist jetzt länger her, die letzte Aufnahme, so ein bisschen habe ich den Überblick verloren. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So, du baust mal Nahrungssilo. Nahrungssilo verbessert zum einen die Nahrungsproduktion hier in diesem Feld, also von der Jagdhütte. Und zum anderen, und das ist ein netter Nebeneffekt, wir können mehr Nahrung einlagern. Weil wir haben die ganze Zeit Limit und verschwenden also Nahrung, was ja schade ist. Ach, da unten ist auch noch ein Portal nach Helheim. Vielleicht sollten wir noch einen weiteren zu einem... Ja, wir haben ja genug Geld. Vielleicht sollten wir noch einen weiteren zu einem Krieger machen. Ohoi, ohoi. Dann können wir den darüber schicken, dann schicken wir noch einen von denen darüber. Dann haben wir 2-2. Heiler haben wir auch aktiv, alles wunderbar. So, 2 sind verletzt, aber ich denke, der Heiler wird... Genau, der heilt gerade noch, das ist gut. Macht, was er machen soll, der Heiler heilt. Also alles wunderbar. Hör mal, Kollege. Hier, ne? Hier, Tun, du passt aber auf, dass du nicht auf meinen... Ne? Also du bleibst schön an deinem komischen Kackfeld da hinten, oder? Ja. Ich meine, wir handeln mit denen Nahrung, aber das wird noch ein bisschen dauern, wenn ich das richtig sehe, bis wir da mit denen ein gutes Verhältnis haben. So, die beiden verteidigen hier das Portal, die beiden verteidigen da oben das Portal. Wenn also jetzt gleich hier die Draugur kommen, dann sollten wir gut aufgestellt sein. Wenn ich das richtig sehe, sind das nämlich die einzigen beiden Portale. Okay, wie sieht's hier drüben aus? Du hast nichts zu tun, ne? Oder was machst du? Du wanderst rum, du hast nichts zu tun. Dann gehen wir wieder hier rüber sammeln. Nahrungssilo ist nämlich fertig geworden. Können wir auch direkt upgraden, theoretisch. Dann wird die Nahrungsproduktion nochmal erhöht hier in dem Bereich. Und unser Limit ist jetzt bei 1000. Also das Silo hat sich auf jeden Fall gelohnt. Würde ich doch sagen, wir... Ja, oder nee, das ist eigentlich... Stein, wir sollten da nicht so leichtsinnig hier irgendwas aufwerten, sondern... Aha, jetzt kommen die Draugur. Sondern wir sollten das ein bisschen uns aufbewahren. Wird da drüben auch schon verteidigt? Ja, der Draugur ist schon besiegt. Der auch? Okay, wunderbar. Wir haben natürlich jetzt 2 verletzte Krieger, aber... Wenn wir ein bisschen warten, dann machen die Heiler da ihren Job und dann geht's denen wieder gut. Du bist unzufrieden. Warum bist du unzufrieden? Dann würde ich sagen, organisieren wir doch mal ein Festmahl. Dann sind die wieder ein bisschen zufriedener. Aber die Zufriedenheit an sich, die können wir zum Beispiel verbessern, wenn wir deren Häuser ausbauen, wenn wir Verletzte heilen und ansonsten, wenn wir unser Gebiet vergrößern. Wohlstand bringt auch was. Also es gibt verschiedene Faktoren. Ich sehe auch schon, wir brauchen eigentlich mehr Häuser. Vielleicht sollten wir mal uns ein weiteres Gebiet schnappen. Schnabulieren. Wir sollten uns ein größeres Gebiet schnabulieren. Uns erweitern, unseren Clan ausbauen. Vielleicht nach hier oben. Das Gebiet gefällt mir. Ja, das Gebiet gefällt mir sehr gut. Da sind sogar noch Tiere. Würde ich sagen, nehmen wir das gleich mal. Da müssen wir nur abwarten, bis wir 250 Nahrung haben. So, es gibt jetzt noch einen netten Faktor, denn wir bauen ja jetzt auch Eisen ab zum ersten Mal. Vorher hatten wir schon Stein. Stein war dafür da, dass wir die Gebäude verbessern können.
Eisen ist dafür da, dass wir Werkzeuge verbessern können. Wir haben jetzt 27 Eisen. Und da können wir zum Beispiel den Holzfällern ihr Werkzeug verbessern. Dann produzieren die 15% mehr Holz. Dasselbe gilt auch für die Krönproduktion, für die Mineralienproduktion, für die Fleischproduktion und die Heiler. Können wir auch verbessern, dann heilen die 15% schneller. Das machen wir mal als erstes, weil wir haben jetzt einige Verletzte. Dann können wir unsere Krieger verbessern, da haben die 15% mehr Schaden, auch das machen wir auf jeden Fall. Dann verbessern wir unsere Holzfäller, auch auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, noch die Jäger. So, jetzt haben wir noch, wir haben immer noch, dann können wir noch mehr verbessern. Dann produzieren noch die Bergarbeiter mehr. Und jetzt haben wir, ja gut, dann können wir alle verbessern im Endeffekt. Jetzt haben wir also allen ihr Werkzeug verbessert, das ist auch nochmal ein netter kleiner Faktor. Die uns jetzt nochmal weiter voranbringen sollte. So, und die Kollegen hier, die werden jetzt mal hier vorsichtig das Gebiet schon mal... Wobei, das sind sehr viele Draugur. Das sind 1, 2, 3, 4... Ja, nee. Da bin ich lieber vorsichtig. Vielleicht das da oben, der Sumpf? Aber da haben wir nichts, ne? Doch, da haben wir... Ah, hier haben wir Wissen. Na, dann gehen wir mal rüber. Greifen wir mal die Wölfe an. Vielleicht nicht den Verletzten als erstes reinschicken. Ich denke, die vier Krieger hier sollten das eigentlich hinkriegen. Oh oh, unser Hoheitsgebiet wird auch angegriffen, aber ich werde noch eben die Wölfe schlachten und dann... So, wo denn? Da hinten. Oh oh, ja, ein Draugur hat sich hier auf unser Gebiet gewagt und schlachtet jetzt meine Minenarbeiter ab hier. Kollege, so war das nicht gedacht. Müssen wir direkt schon mal einen neuen einstellen. Die Krieger kommen zur Hilfe, alles gut. Ich will nur nicht die Verletzten vorschicken, sondern den heilen. Jetzt sind zwar dann am Ende alle verletzt, aber zumindest ist keiner gestorben. Das ist mir dann irgendwie lieber, dass ich mehr Verletzte habe und dafür weniger Tote. Ja, die Draugur da hinten, das ist nicht gut. Aber was will man machen? So, wir sollten unser Gebiet jetzt dringend erweitern, aber wir haben immer noch nicht genug Nahrung. Also warten wir noch ein bisschen. Ein Heiler mehr wäre auch nicht schlecht, übrigens. Wir haben nämlich ein bisschen wenig... Wir haben zu viele Verletzte. Wir haben 7 Verletzte und das ist auf Dauer nicht gut. Die Krieger sind auch alle kurz vorm Verrecken und wenn die uns verrecken, das ist alles unschön. Und wir brauchen auch dringend neue Häuser, deswegen wir holen uns das Gebiet hier. Da sind nämlich auch Tiere drauf, da können wir also dann auch... Und da bauen wir dann ein Haus hin. Brauchen wir nur jemanden, der das Haus baut. So, und wir können natürlich, das wissen wir können auch Gebäude aufwerten. Zum Beispiel Häuser, Schafställe, dann können da mehr Schafe rein, wir können, das haben wir schon verbessert, Holzfäller können wir verbessern. Aber man muss eben, man hat, also am liebsten würde man natürlich alle verbessern, aber man hat nicht so viel Ressource. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, was man jetzt verbessern will. Zum Beispiel da oben haben wir es uns schon ein bisschen verkackt, da haben wir nämlich den Jäger und das Silo gebaut. Und das Silo haben wir schon gebaut, obwohl der Stein noch nicht abgebaut war. Jetzt können wir hier kein Gebäude mehr reinbauen, das heißt... Wenn wir da was machen wollen, dann müssen wir das Silo vorher wieder wegreißen oder den Jäger und dann den Stein abbauen. Huch, ihr habt nichts zu tun. Ah, der Stein, das Eisen ist leer. Dann kann das schon mal weg. Und dann ist das Gebiet hier im Endeffekt leer. Dann könnt ihr hier eigentlich ein Haus hinbauen. Ach so, dann musst du erst wieder zu... Na gut. Dann werdet ihr erstmal wieder zu normalen Arbeitern und du kannst das Haus bauen stattdessen. So, der hat hier ein Häuschen gebaut. Jetzt haben wir also dann, denke ich, erstmal genug Häuser. Und dann würde ich jetzt hier noch einen Jäger reinbauen. 3 Gebäude, perfekt. Dann können wir nämlich hier ein Haus, einen Jäger und ein Silo haben. Das finde ich doch sehr gut. Dieses Jahr ist es kalt. Diesen Winter wird es einen Schneesturm geben. Wir müssen also große Mengen Nahrung und Holz einlagern. Ja, alles klar. Werden wir machen. Und dann würde ich, glaube ich, mal... ganz gerne den Holzfäller verbessern. Der ist ja eigentlich ganz gut am Arbeiten. Da können wir nämlich zum einen einen weiteren einstellen. Dann haben wir 3. Und die produzieren auch noch mehr. Dann haben wir also genug Holzproduktion schon mal für diesen kalten Winter, der kommt. Und die Nahrungsproduktion kurbeln wir ja jetzt gerade auch noch an, indem wir hier noch einen Jäger bauen. Insofern ist das, denke ich, dann ganz gut. So, ein Krieger ist noch verletzt. Was heilen die momentan? Die heilen gerade einen weiteren Krieger. Der hier ist gleich wieder gesund. Und jetzt wird der vierte auch noch geheilt, wunderbar. Nur die Gesundheit, die Zufriedenheit sollten wir eben noch auf Dauer ein bisschen verbessern. Das wäre ganz gut. Das ist nämlich bei minus 2. Wir wollen bessere Häuser, wir haben zu viele Verletzte. So ist es, so ist es. Wir müssen also auch die Häuser aufwerten. Können wir mal machen. Dann steigt nämlich die Zufriedenheit ein bisschen und wir haben noch mehr Platz für Dorfbewohner. So, der Kollege baut jetzt hier noch das Silo fertig. Sobald er das fertig hat, kann er zum Jäger werden.
Und dann können wir noch einen weiteren. Haben wir noch einen Dorfbewohner irgendwo, der nichts zu tun hat? Ich sehe jetzt nur drei. Ah, weil ich nur die Verletzten gut sehen kann. Ja, klar. So, du wirst zum Jäger. Du wirst zum Jäger. Sido ist fertig. Und wir haben auch wieder eine Wissensstufe. Gebäuden, die Nahrung produzieren, kann nach ihrer Aufwertung ein zusätzlicher Dorfbewohner zu gewinnen. Ist auch nicht schlecht. Beschleunigt das Bevölkerungswachstum um 30%. Das werden wir mal machen. Und das hier ist richtig nice. Ihr könnt pro Gebiet ein zusätzliches Gebäude errichten. Das ist richtig, richtig gut. Das werden wir, glaube ich, mal dann machen. Weil dann können wir noch viel mehr. Dann können wir den Stein noch abbauen und andere Sachen. Hier das Gebiet können wir uns auch mal schnappen. Wobei ich jetzt... Na, der Winter ist noch ein bisschen hin. Können wir machen. Oh, wir werden angegriffen. Ein Draugur wagt sich auf unser Gebiet. Hier auf dem Gebiet können wir auch noch Stein abbauen, sehe ich gerade. Dann werden wir das mal machen. So, das haben wir erfolgreich abgewehrt. Mit den Riesen das Verhältnis, das dauert sehr lange. Wir sind jetzt erst bei 23%. Schade, dass das so lange dauert. So, und jetzt ist die Zufriedenheit wieder ganz gut, weil wir haben die Häuser verbessert, wir haben unser Gebiet vergrößert. Und wenn die nämlich nicht zufrieden sind, dann fangen die an, schlechter zu arbeiten. Wenn zu viele verletzt sind, wenn die Häuser zu gammelig sind und so weiter. Es gibt so eben verschiedene Faktoren. Wir können auch mal einen hier an das Wissen... Warte mal, wenn der sein Essen weggebracht hat. So, kannst du mal hier zum Wissensmann werden. An dem Stein da hinten. Du kannst schon mal zum Steinmetz werden. Und du auch. Ich meine, wir haben natürlich dadurch, dass wir der Ziegeklan sind, können wir notfalls auch immer noch ein Schaf schlachten. Und dann haben wir ein Problem weniger. So, jetzt können wir den Meister der Lehren auch noch verbessern. Wir haben ja noch Eisen übrig. Ich glaube übrigens, auch wenn wir uns ganz... Wir sind ja ganz gut aufgestellt. Auch wenn wir ganz gut aufgestellt sind, glaube ich, dass wir das Ganze am Ende verlieren werden. Dass irgendwer gewinnt, weil er zum Beispiel die Forschung voll hat. Oder, ja gut, durchs Besiegt werden vielleicht nicht. Aber vielleicht gewinnt irgendein anderer durch Ruhm oder durch Forschung, während wir hier noch so ein bisschen das Spiel kennenlernen. Ach, da wagen sich Krieger auf unser Gebiet. Oh Gott. Mit einem Berserker. Was ist das denn? Oh oh. Das könnte richtig gefährlich werden hier. Ein Berserker. Der Meister der Lehren greift auch mit an. Aber wir haben den Berserker besiegt. Aber wir haben auch einen Krieger verloren auf dem... Ne? Wir haben nur noch drei. Tatsache. Na gut, also... Ja klar, wir müssen einerseits verteidigen, andererseits der deckt jetzt weiter auf. Wir wollen weiter erkunden. Da hinten ist zum Beispiel das Gelbe Reich und so weiter. Wir wollen mit denen außerdem mal da hinten das Gebiet freikämpfen. Dann haben wir hier noch ein Ackerland zum Beispiel und Stein. Aber man muss sich eben auch immer mehr um Sachen kümmern. Wir können noch einen Krieger wieder einstellen. Gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir genug Nahrungsproduktion haben für den kalten Winter, der jetzt bald kommt. Also man hat viel zu tun. Gleichzeitig vor allem auch. Man muss sich um vieles kümmern. Und wir spielen jetzt auf einfach, ne? Das Spiel auf einfach, ne? Alles ein bisschen gemütlicher eher. Oh, wir haben irgendwas geschafft. Weiß nicht genau was. Wir haben irgendwas... Irgendwas haben wir geschafft. So, du kannst noch als Jäger arbeiten gehen übrigens. Und das Silo können wir dann gleich auch noch aufwerten. Die vier Krieger werden jetzt erstmal hier das Gebiet freikämpfen. Aber da sind sehr viele von diesen Draugur. Ich hoffe, dass sie das hinkriegen. Oh oh. Das sind sehr viele. Jungs, Rückzug. Na gut, den können wir noch kaputt machen hier. Wenn die alle gleichzeitig angreifen, dann geht das. Aber ich glaube, ja, wir haben schon wieder einen verloren. Ah, noch einen verloren. Aber ich glaube, wir kriegen das Gebiet trotzdem. Oh, jetzt ist nur noch einer übrig. Wir haben drei Männer verloren hier. Aber das Gebiet ist erobert. Es war nicht leicht. Und ich glaube, ich werde jetzt auch nicht noch das besiedeln, weil das kostet uns 340 Nahrung. Und wenn wir jetzt... Wir brauchen im Winter Nahrung. Wenn wir durch den Winter durch sind, dann können wir das mal besiedeln dahin. Und da können wir dann auch noch mehr Nahrung produzieren mit dem Feld. So. Da späht jetzt einer gerade unser Dorf aus. Ich kann es leider nicht verhindern. Wir können den nicht angreifen. Das ist ein bisschen schade. Würde ihn gerne angreifen. Und aus dir machen wir direkt auch noch einen Krieger. Wir brauchen mehr Krieger. Weil die Feinde schlafen natürlich auch nicht. Aho! Ich finde eigentlich die Mischung ganz schön bei diesem Spiel zwischen Management im eigenen Haus. Ach, die haben nichts zu tun. Ja, wir haben tatsächlich alle geheilt. Das ist natürlich ganz schön eigentlich, aber es wird früher oder später wieder jemand verletzt sein. Also, alles gut. So, jetzt kommt der harte Winter. Ich hoffe, dass Nahrung und Feuerholz reichen. Wir haben eigentlich von beidem einen guten Vorrat. Ich finde bei dem Spiel die Mischung ganz schön zwischen Management der Stadt und der Bevölkerung mit Nahrung, Holz, Geld und andererseits auch gleichzeitig Erkundung und Krieg. So richtig Krieg ist es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde das Mischverhältnis eigentlich ganz schön. So, der ist jetzt... Wir haben Kontakt hergestellt mit Sven, Anführer von Wolf-Clan. Wir können jetzt mit ihnen Handel betreiben, das ist schön. Den Steinbruch können wir abreißen. Ansonsten haben wir hier
in dem Gebiet nichts mehr. Das heißt, die beiden können wieder zu normalen Dorfbewohnern werden. Und einen Heiler machen wir auch zu normalen Dorfbewohner, weil wir haben ja jetzt gerade keine Verletzten. Oh, da hinten wird irgendwo gekämpft. Ah, hier. Da haben Wölfe Krieger von irgendeinem feindlichen Clan vernichtet. So, wir machen noch einen Krieger. Aber wir sehen auch, wenn der Winter hart ist, in dem wir gerade sind, wir haben immer noch ein Plus an Nahrungsproduktion. Ja, jetzt ein Minus 9, okay. Und ein Minus an Holz. Jetzt wird es gerade erst eng. Aber dadurch, dass wir gut Vorräte haben, kommen wir, glaube ich, gut durch den Winter. Ja, jetzt kommt erst der Schneesturm gerade. Sollten wir aber eigentlich schaffen können. So, wir werden jetzt mal da oben das Gebiet freikämpfen auch. Sobald der Winter vorbei ist... Ah, wir werden angegriffen. Nee, Rückzug, Jungs. Ihr müsst erstmal verteidigen. Sonst wird mein armer Meister der Lehren jetzt hier plattgehauen. Hauptsache, im tiefsten Winter greifen die an hier aus dem gelben Clan. Was fällt denen eigentlich ein? Ich glaube, der gelbe Clan hat sie nicht mehr alle. Jungs, das hackt jetzt mal, aber hallo. Da ist der gelbe Clan, den haben wir aufgedeckt und wir werden den jetzt mal... Ja, die haben da einen Verteidigungsturm gebaut. Der hält viel aus und macht gut Schaden, aber wir werden, glaube ich, trotzdem mal angreifen. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass die Verteidigungstürme bauen, aber was will man machen? So, einen haben wir schon verloren. Ich muss dann immer mit diesem Management, wenn man immer wieder einen rausschickt, der gerade beschossen wird, dann kann man das im Endeffekt überleben. Naja gut, einer ist trotzdem tot. Oh Gott, und da kommt noch ein Krieger. Ich hätte zumindest gerne den Turm gehabt. Komm schon, nein! Und jetzt kann er den einfach reparieren. Und dann ist er wieder, ja, toll. Vier Krieger verloren, nicht mal den Turm platt bekommen. Also wir sehen, der Turm ist sehr effektiv und hat uns gerade mal vier gute Männer gekostet und wir haben ihn nicht mal zerstört. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich glaube, wir werden erstmal die Angriffskraft erhöhen. Wir brauchen mehr Militär. Gleichzeitig können wir jetzt einen Segen auswählen, weil wir sechs Sachen erforscht haben. Wir nehmen mal die Zufriedenheit. Weil das ist das, was am ehesten ein Problem war. Die anderen Sachen haben wir gut selber hinbekommen. So, wir rekrutieren jetzt mal einen Kriegshäuptling. Weil wir sehen, das reicht so nicht. Und dann stellen wir mehr Militär her. Und erobern uns auch mal das Gebiet da unten, im Übrigen. Alles gleichzeitig. So, jetzt haben wir einen Kriegshäuptling, der ist ein bisschen stärker. Weil wir haben gesehen, also vier Soldaten, keine Chance gegen einen einzelnen Verteidigungsturm. Also müssen wir aufrüsten. Militärisch aufrüsten heißt es jetzt hier, Freunde. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Da können wir zum einen Stein abbauen und zum anderen einen Acker betreiben. Werden wir mal machen. So, jetzt haben wir drei Krieger und einen Häuptling. Ich würde sagen, wir stellen noch einen Krieger ein. Wenn schon, dann gehen wir auf Nummer sicher. Und dann werden wir mal dem gelben Clan nochmal einen Besuch abstatten, weil das lasse ich mir doch nicht gefallen hier. Jetzt werden wir wieder angegriffen. Ja, gelb. Er lässt sich das nicht gefallen. Mit Kriegshäuptling. Oh Gott. Jungs, weg da. Meine Jäger werden zerhackt. So, komm, angreifen. Der Kriegshäuptling muss fallen. Fast wäre mein Kriegshäuptling auch vernichtet worden. Also, ich habe ganz ehrlich das Problem, dass die militärischen Einheiten sehr anfällig sind. Die kriegen sehr viel Schaden. Ich meine, gut, der war jetzt auch hier mit einem Kriegshäuptling und Soldaten. Und wir haben es am Ende auch gewonnen. Aber es ist nicht leicht. Also, die sterben sehr schnell, auch gegen Wölfe, gegen Drauge und so weiter. Die sind sehr anfällig. Habe ich das Gefühl. So, wir stellen noch einen Krieger ein und wir werden den jetzt noch zu einem Heiler machen. Gleichzeitig werden wir schon wieder angegriffen. Es kann nicht sein, ey. Der Gelbe lässt uns nicht in Ruhe. Killt uns hier noch unseren spirituellsten Dingsbums-Typen da weg. Meine Güte, ey. Der gelbe Clan macht ernst. So, Kollege, du musst da hinten hin. Krieger kommt hier hin. Ein weiterer muss zu einem Heiler werden. Du hast hier die Gebäude errichtet, noch nicht ganz, aber fast. Kannst ja erstmal auf dem Acker arbeiten, das geht erstmal vor. Steinbruch können wir uns aufbewahren für später. Häuser haben wir genug. Was können wir denn noch verbessern? Können wir noch irgendwelche Werkzeuge verbessern? Ja, von den Bauern. Irgendwas aufwerten vielleicht? Irgendwas verbessern? Oder den Jäger? Das Silo vielleicht? Das Silo können wir verbessern. So, unser Gebiet hier hinten wird gerade eingenommen. Das liegt ganz einfach daran, dass da ein Draugo draufgelaufen ist.
Und wir da keinen mehr hatten. Das ist nicht gut. Wir müssen das wieder zurückerobern. Jetzt müssen wir es vor allem wieder neu besiedeln. Ich hätte ein bisschen aufpassen sollen, das war dumm. Ach, shit. Es wird langsam ein bisschen eng hier mit dem Managen. Ich sehe das schon. So, das Gebiet gehört uns wieder. Und die bauen hier einen... Ich sehe es nicht an, Leute. Die fangen hier an, einen Turm zu bauen. Was fällt euch ein? Ihr baut hier keinen Turm hin. So, wir müssen ein Gebäude reparieren. Das machen wir. Oh, die werden gar nicht mehr geheilt. Wahrscheinlich, weil wir nicht auf unserem Hoheitsgebiet sind. Genau, wenn wir auf dem Hoheitsgebiet sind, werden wir geheilt. Also ich muss aufpassen, dass sie da den Turm nicht bauen. Dann schicke ich vielleicht mal einen da rein, der das Gebiet einnimmt. Vielleicht ist unserer stärker. Ich hoffe es. Sieht noch nicht so aus. Aber zu zweit kriegen sie es hin, denke ich. Und da kommt noch einer. Ey, Leute. Gelber Clan, du gehst mir auf den Sack. Ich kann das alleine nicht so doll hier verteidigen. Vielleicht lassen wir erstmal den Kriegshäuptling heilen und lassen die vier hier stehen zum Einnehmen. Eieieiei. So. Wir brauchen neue Jäger da oben. Das ist nicht gut. Der Krieger kann hier noch mit drauf und der wird vielleicht mal noch geheilt. Haben wir zwei Heiler? Ja. So, wir haben ein Gebäude ohne Arbeiter, das ist der. Wir haben fünf Verletzte und wir verteidigen hier das Gebiet, beziehungsweise nehmen es gerade ein. Das ist jetzt gleich unseres. Nahrungsproduktion wird jetzt wieder besser und gleichzeitig werden die geheilt. Okay, also viel Management zu tun. Den Turm haben wir verhindert, das Gebiet haben wir eingenommen. Das heißt, das könnten wir besiedeln, wir können es auch einfach so lassen. Und den Turm werden wir uns früher oder später nochmal schnappen. Also ihr seht, das Spiel wird noch richtig anspruchsvoll und wir spielen erst auf einfach. Wir werden immer irgendwo angegriffen, je größer das Gebiet wird. Und du musst das Gebiet auch vergrößern, sonst sind die Leute unzufrieden. Je größer das Gebiet wird, desto mehr musst du aufpassen, desto mehr wirst du irgendwo angegriffen. Dann kommen noch die Clans der anderen. Und das, wie gesagt, bisher erst auf einfach. Bin gespannt, wie das Spiel sich auf mittel oder schwer spielt. Aber ich würde sagen, das war es jetzt auch schon mal erstmal wieder von diesem zweiten Part Northgard. Es hat mir wieder sehr gefallen. Wenn ihr auch Bock habt auf mehr, das war beim ersten Part, klang das wirklich so, als hättet ihr Spaß an dem Spiel und hättet auch Lust, dass wir noch mehr machen, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder lasst ein Däumchen da, dann weiß ich Bescheid. Ich würde sagen, wir erhöhen die Heilgeschwindigkeit der Heiler nochmal um 200%. Weil das ist momentan unser Hauptproblem, unsere verletzten Soldaten. Und wenn die ein bisschen schneller heilen hier, dann... Ja, so sieht's gut aus. Dann ist das auf jeden Fall schon mal besser für uns, auch militärisch. Und jetzt kommen wir noch Erdbeben. Also man hat genug zu tun im Spiel. Ich bin raus und vielleicht ja bis zum nächsten Mal bei Northgard. Euer Walle, bye bye.